Mein Kind baut jetzt gerade ihren Lego Friends Backshop zusammen. Das haben wir schon hier. Das hat sich ganz alleine gebaut. Ganz toll. Ich wollte noch mal zeigen, von hinten ist der auch sehr toll. Und zwar, da Törtchen kann man backen. Ganz viele. Ja. So. Mal gucken. Ich bin schon gerade hier dabei. Toll, ja. Ganz so. Oh. Jetzt ist dieses Plättchen. Ganz ruhig bleiben. Du hast ja schon viel geschafft. Na, das große Ding muss ich noch erstmal aufbauen. Du bist ja jetzt bei. Hm? Das wird noch eine Weile dauern. Ja, das kriegst du schon hin. Ja, das hast du allerdings recht. Ja, das hast du schon hingekriegt. Hm. Das Lego Friendshaus hast du auch super gebaut. Und baust immer noch dran rum. Wir haben jetzt noch mehr Tüten. Die kommt auch noch dazu, die kleine Tüte. Die gehört auch noch dazu. Die Tüten sind unterteilt unter 1, 2, 3 und 4. Und ich rate euch, wenn ihr euch Lego Friends kauft, fangt wirklich nach Tüten an und nach Anleitung. Jetzt ist das wieder abgegangen. Das ist ganz wichtig. Ich habe hier irgendwie jetzt was falsch gemacht. Moment mal, wie habe ich... Gar nicht so einfach. Sag ich nur. Genau, den musst du vorne. So. Genau. Und am besten lässt du das stehen, weil wenn du das in der Hand behältst, dann fällt das immer alles auseinander. Ist besser, wenn du das auf den Tablett draufstellst. So, jetzt mache ich das nochmal. Also, der hat gesagt, erstmal baue ich das wieder ab, weil das vorher noch gar nicht dran war. Jetzt habe ich das. Hast du wieder Sterne gemalt auf deine Hände? Hm. War das so langweilig heute? Naja, ich habe Ärger mit der Englischlehrerin. Mhm. Ja. Okay. Wie rum wäre das? Ich gucke nochmal auf die Anleitung. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich brauche ja diese weißen Dinger. Toll, machst du das. Jetzt ist das die Abgabe. Ja, das ist eben so. Das war ja beim Lego Friends Haus, wo wir das zusammengebaut haben, war das ja genauso. Das hat ja auch ewig gedauert. Also man muss es... Das ist doch nicht so passiert. Jetzt nehme ich das wieder ab und mache es so rum. Weil man soll so rumbauen. Man muss das also wirklich jeden einzelnen Schritt befolgen. Ja, in der Anleitung. Weil sonst passt da nachher was nicht und dann Ja, am besten zählst du das hier auch immer ab, weißt du, wie viel du dann brauchst. 1, 2, 3 oder 2 nur oder wenn du hier die verschiedenen hast. Also jetzt kommt die Zeile. Diese Teile? Zwei davon? Warte, wo sind die? Das machst du ganz toll. Dankeschön. Aber ich glaube, jetzt bräuchten wir die anderen Tüten, weil die sind schon zu klein. Ja, das war die Tüte und die kleine Tüte war auch noch dabei. Ja, das müssen wir jetzt auskippen, weil sonst haben wir keine andere Sache. Ja, sonst fehlt das. Also, es ist ja immer ganz groß drauf abgebildet, ne? Man sieht das ja hier, ne? Aber so groß ist das gar nicht. Guckt euch mal an, wie mini das ist. Mini. Mini-Figuren sind das. Hier. Mini. Ganz kleine Figuren. Das ist die Lilly. Das ist Lilly. Die ist die Moderatorin. Moderatorin, ja. Ja, okay. Und sie moderiert die Show. Mit dem goldenen Mikrofon. Und die Torte hier, die kann man dann auch selber gestalten. Da hat man dann bestimmte Sachen noch dazu. Hier, diese Kleinigkeiten. Hier, seht ihr? Und da kann man dann verschiedene Torten draus machen. Hier sind diese ganzen kleinen Sahnehupfs hier. Sahne. Ja. Also, ich würde sagen, für Dreijährige oder Zweijährige ist das noch gar nichts. Ne? Das ist wirklich erst für Ältere, weil wenn die das im Mund stecken und verschlucken, na Heidewitzka, das geht ja ganz schnell. Ja? Und das geht rucki zucki. Sogar ein Staubsauger verschluckt sowas schnell. Ganz schnell. Ja, das ist
Letztens habe ich da auch was ein bisschen von Lego Friends drin gefunden. Siehst du? Das passiert manchmal. Das kriegt man gar nicht mit, weil das so klein ist. So mini. Wie mini das ist. So, wir zeigen euch, wenn es dann nachher fertig ist.